Und das war der Announcement-Trailer von dem neuen Feathered Species Pack, was am 30. März für 7,99 € auf Steam erscheinen wird, für Jurassic World Evolution natürlich, also für Jurassic World Evolution 2, ist ja ganz klar, steht ja auch dabei. Und das Ganze enthält 4 neue gefiederte Spezies. Da haben wir einmal den Eutyrannus. Der sieht mega cool aus. Ich finde es interessant, dass es hier eine große und eine kleine Variante gibt. Spricht das für Babys? Ihr könnt mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Also entweder ist das einfach eine andere Variante. Oder die können Babys haben. Aber das glaube ich, ist schwierig. Ist super interessant. Haben wir jetzt Babys im Spiel? So, als nächstes haben wir den Geholopterus. Geholopterus. Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Sieht ein bisschen aus wie eine Fledermaus, aber auch sehr, sehr interessant. Schöne Farben hat der. Und der scheint dann auch im Aviarium rumzuflattern. Dann haben wir als nächstes noch einen sehr interessanten Kandidaten, nämlich den Deinocheirus. Den haben sich auch viele gewünscht. Sieht auch echt cool aus mit dem Federkleid. Der hat auch wirklich sehr schöne Skins. Gefallen mir echt gut, so dieses braun-rötliche und das graue. Und natürlich ist auch nochmal interessant, dass der, ich glaube, der frisst Fisch und Pflanzen, oder? Bin mir da nicht ganz sicher. Also in dem Text steht auf jeden Fall, you most likely find them foraging on the favorite meal plants. Also hauptsächlich wahrscheinlich Pflanzen. Aber hat er nicht auch Fisch und so gejagt? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall haben wir dann als vierten noch einen ganz, ganz kleinen, süßen, gefiederten Kandidaten. Das ist der Sinosauropteryx. Auch schwieriger Name, aber der sieht sehr winzig aus. Aber auch toll, gerade der Schweif da hinten gefällt mir gut. Das sieht interessant aus, aber viele Details auch wieder. Man sieht jedes einzelne Haar vom Fell. Finde ich super. Und hier unten wird es dann auch nochmal richtig interessant, denn es gibt auch noch ein neues kostenloses Update 6. Gleichzeitig mit dem neuen Feathered Dinosaur Pack. Und zwar bekommen wir da neue Viewing Galleries, Remote Viewing Galleries. Das sind dann halt solche Beobachtungsgalerien, die man direkt im Gehege platzieren kann, also wo die Besucher direkt ins Gehege können. Da gibt es 2 verschiedene Varianten, nämlich einmal eine so eine Stammgalerie, wie man es ja auch zum Beispiel vom Tyrannosaurus Rex Kingdom kennt. Die ist dann wahrscheinlich so ein bisschen getarnt als Baumstamm. Und dann gibt es noch einen Dom. Wie die genau aussehen, das weiß ich nicht. Das hat man noch nicht gesehen. Das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Info-Foren-Posts oder so dann erfahren. Da werde ich euch auf dem Laufenden halten. Finde ich aber sehr interessant, also da freue ich mich drauf. Außerdem gibt es noch einen neuen Cinematic-Kamera-Modus, damit so man auch sehr gute Screenshots machen kann. Da bin ich echt gespannt drauf. Sowas finde ich ja immer sehr cool. Und es gibt auch neue Zipline-Varianten. Da hatten wir ja schon eine auf dem einen Screenshot mal gesehen. Zusätzlich bekommt man im Sandkastenmodus auch noch 6 neue Level, Square Levels. Ich weiß nicht, was das genau heißt. Das sind wahrscheinlich einfach so viereckige Level, die einfach glatt sind, oder? Also so geglättet. Da bin ich auch gespannt. Also quadratische Ebenen heißt es übersetzt, Square Levels. Und es gibt neue Einstellungsmöglichkeiten für die Futterreserven. Dann gibt es Einkommenssteuer. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das Spiel beeinflusst. Und es gibt mehrere Wildfänge jetzt. Und auch noch Änderungen an der Dekoration von Bäumen und sowas. Da gibt es jetzt wohl mehrere. Also insgesamt mehr Bäume und Büsche. Ja, und ansonsten war es das mit den Infos, die hier stehen. Also ich kann euch natürlich jetzt nicht alles so sagen. Das sind halt nur dieser kurze Text zu dem Update 6. Aber ich denke mal, wir werden da bald auch noch mehr Infos bekommen. Da freue ich mich schon drauf. Klingt auf jeden Fall alles sehr, sehr vielversprechend. Cooles DLC, muss ich echt sagen. Finde ich super. Ist eine super Auswahl. Aber welcher war denn jetzt der Schweif auf dem Bild eigentlich, den wir gesehen hatten? Das war ja dann wirklich der Eutyrannus, oder? Hier, der hier. Den hatten wir auf dem Bild gesehen, wo wir gespoilert wurden.
Ja, krass. Hätte ich nicht gedacht. Interessant. Ja, ich hoffe, dieses kurze Infovideo dazu hat euch gefallen. Der Trailer und sowas und der Forenpost ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich würde mich über ein Like freuen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.